Physik ist ja nur eine wirre Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Aber dein Kalender hat es ganz schön in sich. Das stimmt. Wo du schon davon sprichst, sollen wir mal das nächste Türchen aufmachen? Und ob? Weil ich mich bei diesem Feuerlicht immer frage, ob die auch an den Brandschutz gedacht haben. Brandschutz. Habe ich da etwa gerade Brandschutz gehört? Als ob es nicht war, dass nach der Wichtel-Brandschutzverordnung diese Adventskalendertür eine Brandschutztür sein muss. Dann sollten wir die lieber wieder zumachen. Ja, ich gehe schnell runter. Seht ihr? Vollkommen nervig, wenn ihr mich fragt. Es gibt hier drin Wichtel, die drehen schon durch, wenn man bloß eine Kerze anzündet. Hä, warte mal, wieso stehen denn diese ganzen Kerzen hier so offen rum? Haha, manchmal ärgere ich die Angsthasen einfach super gerne. Das ist aber nicht sehr weihnachtlich. Ihr sollt doch für weihnachtliche Stimmung in unserer WG sorgen. Aber, Martin, so viele Kerzen verströmen doch eine so weihnachtliche Stimmung. Und außerdem macht Dinge anzünden einfach unglaublich viel Spaß. Aber auf Dauer wird Kerzen anzünden schon ein bisschen langweilig. Ich kann euch auch eine coolere Art zeigen, Feuer zu spielen. Aber mit Feuer spielt man nicht. Mit Feuer spielt man nicht. Komm schon, das ist total super, es macht voll Spaß. Hier habe ich eine Flasche mit Methan, an die ein Trichter mit Seifenlauge angeschlossen ist. Steffi, hilf mir doch mal und leite das Methan einfach in die Seifenlauge rein. Okay. Und hier, das Feuerzeug, das lege ich dir mal hin, das brauchst du gleich noch. Und was machen wir jetzt? Anzünden? Ganz genau. Wie ihr seht, Methan ist brennbar. Und es brennt so schön. Warte mal. Jetzt mal ganz langsam für Menschen, die Asienwissenschaften studieren. Warum hast du dich jetzt nicht verbrannt? Das ist doch total einleuchtend. Dadurch, dass ich vorher erst Wasser an meine Hände getan habe, kommt die Flamme nicht an meine Hände dran. Nochmal? Ja! Diese Art mit Feuer zu spielen macht ja schon ziemlich Spaß. Aber aufpassen sollte man trotzdem. Ach, nur ein bisschen. Moment mal. Ich schau mal, was wir hier noch alles anzünden können. Steffi, ich verstehe nicht viel von Physik, aber ich glaube, wir sollten jetzt gehen.